Für manchen Taucher ist es schon Tradition, das Taucherjahr bei der Crazy Week ausklingen zu lassen. Dieses Jahr hatten die Laguna Divers in das Tropitel nach der Hub auf der Halbinsel Sinai eingeladen. Und die erlebten bereits im Sommer eine völlige Überraschung. Man muss ganz klar sagen, es hat uns im ersten Moment komplett überrannt. Wir waren eigentlich fast schon erstaunt, wie viele neue Kunden und neue Gäste gebucht haben. Und es war dann wirklich so, dass wir eigentlich für die Wiederholergäste schon keinen Platz mehr hatten. Wir wollten denen aber natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, bei der Crazy Week wieder dabei zu sein und haben uns dann eben kurzfristig entschlossen, eine zweite Leute anzunehmen. Insgesamt nahmen rund 120 Taucher an den beiden Wochen der Crazy Weeks teil. Organisatorisch war es eine Mammutaufgabe. Für die Taucher dagegen ein tolles Erlebnis, an den grandiosen Riffen rund um Dahab zu tauchen. Tauchplätze wie das Blue Hole oder der Canyon sind schließlich weit über den Sinai hinaus bekannt. Zudem wartete auch manch eine Überraschung auf die Taucher mit Tieren, die man hier niemals vermutet hätte. Darüber hinaus gab es ein breites Kursangebot und jede Menge Spaß mit einem kleinen gelben U-Boot, das einen geschickt gesteuert zu wertvollen Preisen navigieren konnte. Und damit dürfte wohl auch klar sein, auch im nächsten Jahr soll es wieder eine Crazy Week geben. Eine mega Crazy Week. Eine mega Crazy Week. Ich denke, das müssen wir sehen anhand der Buchungszahlen. Wenn sich das Ganze natürlich weiterhin so toll entwickelt und bei den Kunden so gut ankommt, dann werden wir wohl oder übel 2 Wochen machen, weil eine Woche eben mit zu vielen Gästen auch sowohl fürs Team als auch für die Gäste dann einfach ein bisschen eher ungemütlich wird, und das ist eigentlich genau das, was den Charakter ausmacht. Dieses Teamfeeling zwischen Gästen und unserem ganzen Laguna Divers Team. Ich denke, wenn man da ein zu großes Event drum strickt, tut es dem Ganzen nicht so ganz gut.